Ey, jetzt tu nicht, bitte. Nee, wieder nicht. Nee, jetzt nicht. Mann! Das geht mir so auf. Junge, warum? Warum? Erkennst du es denn jetzt nicht? Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play SnowRunner Dofo Truck Simulator auf dem PC, Folge 702. Wir sind immer noch auf der sechsten Phase unterwegs und wollten ja jetzt hier mal so ein paar Aufgaben erledigen. Auf dieser Karte. Ja, würde ich mal sagen. Fangen wir mal an. Was gibt's denn so? Kleine Bestellung wäre so ein Ding. Wir hätten aber doch bestimmt auch noch was in der Nähe. So diese Zellulose da. Das wäre wahrscheinlich großer Verlust. Das könnten wir doch machen. Es sind 5 Zellulose. Bahntruck, genau. Das würde ich sagen, machen wir. Das ist nämlich schön direkt hier an dem Werkstattgebäude. So. Jetzt schaue ich doch glatt mal. So, zack. Dann nehmen wir mal, dann müssen wir hier irgendwie rüberfahren. Das sollte alles gar kein großes Problem sein. Ja. Man weiß es halt nicht, wie das hier alles so funktioniert. So, dann werde ich jetzt hier rüberfahren müssen einfach. Dann holen wir den Kram. Spielt heute wieder richtig Bock, sehe ich schon, egal. So, und welchen Truck nehmen wir dafür? Ich würde sagen, den Azov. Der ist dafür doch sehr gut geeignet. Morgens geht's schon los. Kran haben wir. Er hat genug Sprit, genug Überlebensfähigkeit. Ist dafür meiner Ansicht nach der beste Truck, den wir gerade hier im Kader haben, der dazu imstande ist. So, wir nehmen normalen Tieflader. Einen Pritschenaufflieger, meine ich. So, der Pritschenauflieger und los geht's. Heute mal als Geisterfahrer exklusiv. Ja. So. So, ja, mittlerweile sieht man schon gehäuft Videos von der siebten Phase im Netz, die jetzt alle natürlich noch von den Public-Test-Servern kommen. Das heißt aber, unsere Zeit läuft hier so langsam davon. Also, schnell, schnell, sonst wird das alles hier nichts. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber dann das Ganze sehr, sehr weit bringen, aber dann nicht zu Ende machen. Und wir hatten ja jetzt wirklich viel Zeit auch gehabt, diese Phase zu machen. Einwerfer könnten jetzt halt auch echt mal so ein bisschen besser sein, ne? So, jetzt wird's erst spannend, weil jetzt geht's nämlich hier in die Gebiete, wo wir noch nicht waren. Da frage ich mich jetzt halt auch, wie kommen diese Dinger hier hin? Sind alle ins Wasser gefallen und wurden an Land gespült, oder wie?
habe da auch echt gehofft, es würde schneller hell werden. Irgendwie läuft es noch nicht ganz so gut. So, das funktioniert alles aber wunderbar bisher. Da hinten sehen wir das zweite, da kommen wir wunderbar hin. Gut. Ladung Nummer 1. Da haben wir jetzt Ladung Nummer 2. So. Ab mit dir auf den LKW. Okay, Ladung Nummer 3. Ist da hinten. Müssen wir hier links fahren. Sollte trotzdem noch aufpassen, natürlich, wo ich fahre. Ne? Überall kann man hier sicherlich nicht fahren. Da sollte man immer ein bisschen festen Boden unter den Rädern haben. Hä? Manche Objekte sind heißer. Ach so. Ich hatte den nur als Übergangspunkt gesetzt. Oh. Ah, komm. Gott. Tja. Ist aber nicht so tief. Ja, man kann hier sogar entspannt fahren. Ganz entspannt. Gar kein Ding. Ich hoffe mal, das nimmt der. Ja. So, wo muss ich jetzt hin? Also, ich sollte jetzt eh wieder zurück. Ich wollte erst da nach hinten. Okay. Aber wir kommen ja relativ gut voran bis jetzt. Das können wir in dieser Folge noch fertig machen, tatsächlich. Gegen die Strömung. I don't like it, aber ich setze da so viel Vertrauen in den Soft, dass ich mir nicht die Frage stellen muss, ob er es macht oder nicht. Sondern wir machen es einfach. Ja, Kraftstoff auch super. Ach, da links müsste ich. Schade. Jetzt fahre ich natürlich genau da, wo es tief wird. Das ist gut, weil Hallas jetzt fertig mit runterladen. Schön, ich wollte es eigentlich heute aufnehmen. Da haben sie wieder ein 12 GB Update, Alter. Nee. Ja, dafür zeige ich jetzt nochmal nach. Das ist halt so. Mir doch egal. So, okay. Ja, hier kann man ja überall wunderbar fahren. Das macht es sehr angenehm tatsächlich.
ganz entspannt. Hier diese komischen Zelluloseblöcke zu befördern. Über diese ganzen Windinseln. Waren das jetzt? Ich muss jetzt gleich irgendwie nach rechts rüber. Ist ja doch nochmal ein bisschen stärkere Strömung. Oh Gott. Egal. Gegen die Strömung. Juckt keinen. Wurde vollständig heruntergeladen. Danke für die doppelte Meldung, die mich nicht interessiert jetzt gerade. Schon etwas schwierigerer. Schwierigerer. Deutsch. Gott. Standort. Aber von hier kommen wir gut auf die Straße. Ich werde mal die Stützen benutzen, sicher, sicher. Das klappt aber gut. Damit sind wir jetzt auf der Straße und müssen jetzt aber leider uns kümmern um die Wasserstelle, die nie so richtig funktioniert hat. Fuck. Hier noch ein ganz anderes Problem. Ruckler gehen mir so auf den Sack, Alter. Nervt mich doch bitte jetzt nicht. Da. Na ah, komm. Komm. Nein. Oh, jetzt. Mach nicht diesen. Nervt das. So, da irgendwo ist das. Ja, Digga, also weiß ich, wie ich da jetzt hinfahren soll, Alter. Ja, ich muss jetzt erstmal über diese Stelle rüber. Ah, Pain, ey. 10 Minuten allein dafür gehen drauf. Das wird jetzt wahrscheinlich der Grund sein, warum wir es nicht schaffen. Heute. Weil das hier einfach zwar geht, aber es braucht halt schlichtweg Zeit. Es braucht Zeit. Schon was, ne? Haben wir 100 Liter verbraucht. So, wie mache ich denn das da jetzt am besten? Da ist ja ein Weg, sehe ich. Hier aber nicht. Okay. Ein da. Gott, ist das ein Pain. Mit engen Wegen haben wir nicht so eine gute Beziehung, sag ich mal. Das Game macht mir den Spaß wieder kaputt, Alter, weil es einfach nicht vernünftig läuft. Das kann halt nicht sein. Ah, Gott. Oh, nee.
Ja, perfekt. Toll. Toll, Alter. Super Ding. Ey, Junge, selbst die Ruckler. Ey, die machen es einem so unmöglich. Ja. Sollte von hier noch an alle möglichen rankommen. So, ich mach's von hier. Okay, alles klar. Der Ruckler, ey, wirklich. Ich reg mich jetzt schon wieder. Zum 10.000. Mal reg ich mich drüber auf. Dass die es nach all dieser Zeit, wo wir das jetzt hier schon spielen, einfach nicht in den Griff bekommen. Es regt mich so auf. Weil es doch echt nicht viel verlangt ist. Es ist nicht viel verlangt. Einfach ein Spiel, was läuft. Und nicht so eine Geschisse hier, Alter. Mann, geht mir das auf den Sack. So eine Scheiße Geld zahlen, ne? Hauptsache erstmal abkassieren, aber nichts Fertiges auf den Markt bringen hier, oder wie? Mann, ey. Die Ladung jetzt einfach mal. Spiel tut wieder alles, dass es die Folge nichts wird. Sage ich dir aber ganz ehrlich. Merkt man. Als ob der Truck wieder umfallen will. Dieses Ding sich partout weigert hier. Hier ist es ja schon. Aber es ist halt echt. Jo, wie soll ich hier bitte zurückkommen? Also, mal ganz im Ernst. Mist. Scheiße hier, Alter, mit diesen Steinen. Kannst du bitte despawnen, Baum? Ist mir echt richtig auf den Sack jetzt gerade. Brauch dich gerade einfach echt hier nicht. Ist nicht spielbar so. Okay. Geil. Okay, scheinbar kann ich auch rumfahren. Sieht mir besser aus. Sieht mir besser aus. Wird die Mission ja durch, tatsächlich. Was sind hier noch hin? Achso. Oh. Okay. Kann man doch sogar rüber. Interessant. Oh. Mal lieber ganz ins Wasser. Das macht er nämlich und dann sind wir ein bisschen safer.
ganz entspannt, lassen wir uns hier auch Zeit. So, und jetzt hier. Hier hoch. So. Jawohl. Haben wir uns sogar noch ein bisschen Zeit gespart. Oh nee. Nö, ich. Nee. Ach nö, das ist doch nicht dein Ernst hier. Ach nö. Och nö. Arschen? Ey, jetzt tu nicht bitte nee, wieder nicht. Nee, jetzt nicht. Mann! Es geht mir so auf. Junge, warum? Warum? Erkennst du es denn jetzt nicht? Ey, ich flipp so aus, ne? Ey, wenn du. Das. Wer so eine Scheiße hier erfindet, Mann. Erstmal, ne? So, für sowas habe ich null Verständnis, wenn das einfach nicht funktioniert. 0 von 5. Ich habe keinen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Es läuft nicht. Ich mach die Folge jetzt aus. Ich, so habe ich keinen Bock mehr. Ich starte das Game jetzt neu, wenn es nicht läuft, Alter, dann spiele ich die Scheiße so nicht weiter. Es kann absolut nicht sein, dass das nicht hier wird, ey. Bis zum nächsten Mal. Ciao.